So Leute, willkommen zurück zu Mafia 2. Wahrscheinlich die vorletzte oder letzte Folge, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das die letzte Mission für uns, das weiß ich. Und wir sollen jetzt von Dio den Carlo-Spasti ausschalten. Und zwar den Big Boss ganz oben. Aber hat er eigentlich auch verdient. Drogengeschäft, so oft uns in die Scheiße geritten. Oje. Ach ja, und wir müssen jetzt dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Und was ich noch vor zwei Folgen gesagt habe, oder einer, wo ich gesagt habe, könnte man da oben hin. Ja, ich habe da gar nicht mehr gewusst, dass wir da wirklich mal hin müssen. Und dass der eine wirklich Bundespolizist war, das ist auch krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass der wirklich Bundespolizist ist, aber naja, was willst du machen? Trotzdem war er ein guter Kumpel von uns. Und uns hat er ja irgendwie immer den Arsch gerettet. Dann wollen wir mal. War eine schicke Bude, gell? Hey Jungs. Hey Vito. Der Boss will dich sehen. Gut, ich will ihn auch sehen. Einen Moment noch, Vito. Ich muss dir deine Knarre abnehmen. Klar. Bedien dich. Nicer Move. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der war cool. So, euch habe ich auch alle. Gott, ist hier viel los. Knappe Sache. Uiuiui. Sind's mal raus? Ich bräuchte mal wirklich was zu essen langsam. Ich bin richtig am Arsch. Tschüss. Tschüss.
Bam! Okay, Freunde, die haben wir alle down. Ja, ja. Ich bräuchte trotzdem mal was langsam was zu essen, weil sonst haben wir Problem. Aber wir sind eh am Ende, glaube ich, oder? Oder haben wir noch Gegenkontakt? Ja. Nein, ist voll gegen die Wand geknallt gerade. Uts! Wie viele Leute hat er eigentlich? Das ist ja der Hammer. Hätte er mehr als die Chinesen. Penner. Oh, ich hoffe, wir müssen jetzt nicht wieder alles durchschießen, oder? Dieses Leben, ne? Hallo. Oh. Was Leben regenerieren? So, haben wir es dann denn endlich mal hier? Ich habe nämlich keine Lust mehr. Gibt's hier kein Magazin? Schade. Schitter. So. Denn da? Dich haben sie geschickt? Das ist eine Frechheit. Was haben sie dir gesagt? Leg Halo um und alles ist vergeben? Glaubst du ernsthaft, die lassen dich vom Haken nach allem, was du getan hast? Du hast doch keine Ahnung von den größeren Zusammenhängen. Aber dein Kumpel Joe hat den Durchblick. Nicht wahr, Joe? Verdammt, was soll das? Genau das könnte ich dich auch fragen. Loyalität ist eine komische Sache, hä? In unserem Geschäft gibt's keine Freundschaft. Hat dir das der gute Leo nicht beigebracht, als du ihm im Knast den Schwanz gelutscht hast? Du bist nur eine Schachfigur, Vito. Mehr bist du nie gewesen. Wann begreifst du das endlich? Joe, du musst mir jetzt vertrauen. Glaubst du, die Bundespolizei juckt mich? Oder die alten Säcke von der Kommission? Die benutzen dich nur. Genau wie Clementi dich benutzt hat. Genau wie ich dich benutzt habe. Genau wie der dreckige Spitzel Henry dich benutzt hat. Du hast dich für dieses Stück Scheiße verbürgt, hast die bei mir angeschleppt. Und jetzt wirst du elender Schwachkopf dafür büßen. Jetzt, Joe. Hey, falls du vorhast abzudrücken, tu's einfach. Worauf wartest du? Vito. Knallen wir den Schwanzlutscher ab. Denk dran, worüber wir geredet haben, Joe. Willst du das alles wegwerfen? Blick ihn um. Zwei. Sofort. Das ist mein Joe. Du bist maulend tot! Ich werde dich zum Feind haben. Das ist alles? Dann blüht ihr was. Sag doch mal, leg die zwei Irren um. Los jetzt! Zack, zack! Ich bin der Beste. Idiot, du hast keine Chance.
Alle kannst du nicht umlegen. Oh. Mist. Du bist komplett wahnsinnig. Ich freue mich schon drauf, wenn du... Ist denn da einer hier? Hinten auf der anderen Seite noch oder ist das da ran? Ja, Alter, stirbst du mal, Junge! Kriegt dir Schiss in den Rücken, alles und schießt nur einmal und haut uns dann um. Ja, ist klar. Leg die zwei Irren um! Bin wieder da! Hast du das beim Militär gelernt? Du schießt wie meine Schwester! Los, Vito! Du bist komplett wahnsinnig! Ich freue mich schon drauf, wenn du es erfährst! Gib mir Deckung, Vito! Ja, erstmal alle. Danke, Joe! Nicht schlecht, was? So, Schwertfall! Sie sind nur zu zweit! Didi. Leg ihn um, los! Das hat dir gefehlt! Wie damals während der Prohibition! Du bist am Arsch jetzt. Weißt du was, Carlo? 10 Jahre lang habe ich nur Leute umgelegt. Ich habe sie für mein Land umgelegt. Oder für meine Familie. Ich habe jeden umgelegt, der mir in die Quere kam. Aber diesmal... Diesmal tue ich's für mich. Scheiß! Auf! Scheiß Wichser! Ich will nur hoffen, dass du weißt, was du hier machst. Keine Sorge, alles bestens. Wirst schon sehen. Tja, was hat er denn von dir gewollt? Oh, nichts. Er hat mir ein Angebot gemacht. Weiter nichts. Ja, da wäre ich auch drauf gekommen. Was für ein Angebot? Ich sollte dich erledigen. Dafür wollte er mich zum Capo machen, mit einer eigenen Truppe. Eben das, was ich mir schon immer erträumt hatte. Ach so. Und warum hast du das nicht gemacht? Du schuldest mir noch $5, Mann. Scheiße, was soll das denn? Schon gut, Joe. Alles erledigt? Erledigt. Na prima. Dann haben wir ja was zu feiern. Los, fahren wir ins Bordell. Ey, gute Idee. Na komm, Vito. Wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Okay, dann treffen wir uns dort. Okay, was ist das große Geheimnis? Hey, hey, was ist denn jetzt los? Wo wollen die mit Joe hin? Sorry, Kleiner. Die Sache läuft ohne Joe. Ja, Leute, das war's dann mit Mafia. Ich geh jetzt erstmal ins Hauptmenü wegen Gamer. Ja, Leute, das war's mit Mafia 2. Ich muss sagen, mir hat das Spiel auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Genauso wie beim ersten Mal, wo ich es das erste Mal durchgespielt habe. Ich muss sagen, das Game ist auf jeden Fall recht in die Jahre jetzt gekommen. Wenn man viele andere Spiele jetzt heutzutage gesehen hat, ist das Spiel ja doch recht alt.
Aber es hat immer noch sau viel zu bieten, was es heute manche Spiele immer noch nicht haben. Mir hat auf jeden Fall das Spiel extrem viel Spaß gemacht. Das Einzige, was mich richtig abgefuckt hat, das war diese verdammte Autosteuerung, die ging gar nicht. Aber die Schussgefechte und so weiter, die waren echt gut. Und haben auch echt Laune gemacht, auch die Story einfach super. Und was mit Joe am Ende passiert, erkennt man, sieht man an einem DLC. Und zwar heißt das Joe's Adventure, da sieht man, was mit Joe passiert. Ich sage jetzt erstmal noch nicht, was mit Joe passiert. Ich habe das DLC auch noch nie gezockt. Aber wenn ihr auch Bock habt auf das DLC, dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann können wir das auf jeden Fall nochmal nachholen. So, ich gucke jetzt nochmal ganz kurz hier in die Familienalben bei uns rein. Vitus Galetta haben wir hier. Joe Barbro. Henry Tomasino, der angeblich ein Bundespolizist sein soll. Mrs. Galetta, die Mutter von Vito, ist ja verstorben, während wir im Gefängnis waren. Mr. Skeletta, unser Vater, der von dem Spasti Derek umgebracht worden ist vom Hafen. Dann Francesca Skeletta, unsere Schwester. Eric, der Mann von unserer Schwester. Ja, Marty. Ach, das war's schon. Marty halt noch. Ja. Joe sieht ihn als kleiner Bruder. Ja, das hat ihn echt ziemlich mitgenommen. Was haben wir denn hier noch? Ach, das ist hier das Autohaus. Ich finde alle Autos kacke. Sammelbare Objekte, die kann ich nicht zeigen. Ja, ein paar Zeichnungen haben wir natürlich nicht mal ansatzweise alle. Spielerstatistik, jetzt mal gespannt. 72% haben wir fertig, natürlich nicht 100% wegen den sammelbaren Objekten. Spielzeit fast 8 Stunden. Erfolge fehlt mir noch ein paar. Freigeschaltete Grafik haben wir so circa die Hälfte. Ja, gefundene Playboys 11. Gefundene Steckbriefe 159. Keine Ahnung, wo die alle sein sollen. Gestorben sind wir 6 Mal. 76.000 Dollar haben wir verdient. Ja moin, ausgegeben, alles. 388 Leute gekillt, alter Falter. 9 Zivilisten, beste Waffe war die Thompson. 3.800 Kugeln, Schussgenauigkeit 21%, ja moin. War unsere schnellste Geschwindigkeit. 18 Minuten sind wir verfolgt worden. Naja. Gut, Leute. Das war Mafia 2. Ich bedanke mich, dass ihr alle dazu gesehen habt und fleißig in die Kommentare geschrieben habt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall in der nächsten Folge viel Spaß mit dem nächsten Let's Play. Und bis dahin sehen wir uns. Ciao, ciao, Leute.